Ja, schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserem Steiermark-Magazin auf Kanal 3. Wetterbedingt haben wir aus unserer Außenmoderation eine Innenmoderation machen müssen und dafür dürfen wir die Räumlichkeiten hier im Museum im Tabor in Feldbach nutzen. Den Bericht dazu gibt es übrigens nächste Woche einmal. Unser aktuelles Thema der Woche hat uns aber diesmal zu einer Möbelrestauratorin geführt und die hat uns gezeigt, mit welchen Tipps und Tricks man alte Möbel wieder auf Vordermann bringt. Ein Sessel, Tisch oder eine Schatulle, nicht nur moderne, sondern auch antike Möbel haben für ihren Besitzer einen ganz besonderen Wert. Bei der Möbelrestauration wird diesen alten Schätzen durch mühevolle Präzisionsarbeit ein neues Leben geschenkt. Erstens haben die alten Möbel eine sehr hohe Qualität und es ist immer möglich, die Möbel wieder herzurichten. Und viele Menschen schätzen mittlerweile diese sehr gute Qualität der alten Handwerkskunst. Und sie bringen mir die Möbel, damit sie wieder in schönem Zustand sind. Und viele Menschen haben Möbel geerbt und möchten gerne ein schönes Stück, das sie aus der Kindheit kennen, wieder in gutem Zustand sehen. Und das ist der hauptsächliche Grund. Um ein guter Restaurator zu werden, braucht man Geduld, Geschick und eine Liebe zum Detail. Und natürlich ist eine gewisse handwerkliche Vorbildung Grundvoraussetzung. Ich habe zuerst eine Tischlerausbildung gemacht und dann als Gesellin bei einem Möbelrestaurator gearbeitet. Habe das dann ganz von Grund auf gelernt und arbeite seit fast 30 Jahren in dem Bereich. Habe mich dann selbstständig gemacht und habe noch immer Freude daran und war eine gute Entscheidung. Je nach Art und Zustand des Möbelstückes steht der Restaurator vor unterschiedlichen Herausforderungen. Manche Dinge sind schnell erledigt, andere wiederum können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, vor kurzem hatte ich einen barocken Schrank mit extrem feinen Einlegearbeiten und der war sehr aufwendig zu richten. Man hat auch nicht schleifen dürfen, also diese Verleimungen müssen dann so genau sein, dass die Oberfläche erhalten bleibt. Und für diesen Schrank habe ich geschätzt ca. 250 Stunden gebraucht. Innenleben ist dann auch gemacht worden, also Tapezierung, neue Fächer hinein und insgesamt ist das dann schon sehr aufwendig. Genauso wichtig wie das nötige Know-how ist die Wahl des richtigen Materials, denn für alte Möbel eignet sich nicht alles. Da gibt es natürliche Leime, also Knochenleim, Fischleim und man benötigt für die Oberfläche, verwende ich hauptsächlich also Shellac. Der wird in Spiritus aufgelöst. Dann verwende ich einen Kreidekit, einen selbstgemachten für die kleinen Löcher und Vertiefungen. Und verschiedene Öle werden auch verwendet. Kopal kann man verwenden als Oberfläche. Beizen benötigt man natürlich, gell? Pinsel, verschiedene Farben zum Retuschieren. Und das wäre schon das Wichtigste. Als Restaurator benötigt man ein gewisses Maß an Kreativität und den Einsatz geeigneter Techniken, damit das Endergebnis den gewünschten Look erzielt. Egal wie und was, fast alles kann mit den richtigen Tricks repariert werden. Einer dieser Tricks ist das Unterspritzen. Also es wird der Leim unter das Furnier gebracht. Das macht man so, dass man zuerst ganz kleine Löcher bohrt durch das Furnier, den Leim in eine Spritze tut und dann mit der Spritze unter das Furnier den Leim bringt. Und dann setzt man Zwingern an. Und in dem Fall warte ich einen Tag, weil es Fischleim ist und dann kann man die Verleimung aufmachen und es ist dann flach verleimt und ohne dass die Oberfläche beschädigt ist auch. Will man die Oberflächen zum Glänzen bringen und matten Holzoberflächen ihre kunstvollen Einlegearbeiten entlocken, ist das Politieren ein weiterer unverzichtbarer Schritt. Ja, das ist die wichtigste Art der Restaurierung, also der Oberfläche für Antiquitäten. Und da wird der Shellac in vielen Schichten aufgetragen. Der Shellac ist verdünnt mit Spiritus und man nimmt dann noch ein Schmiermittel dazu und trägt mit einem Ballen in vielen Schichten also den Shellac auf. Man verwendet einen alten Ballen und ein altes Leinen und kann damit die schönsten Oberflächen zaubern. Bei all den vielen Möbelstücken, Werkzeugen und speziellen Techniken kann man als Laie leicht den Überblick verlieren. Fest steht, Restauratoren sind Künstler und Möbelrestauration ist und bleibt ein faszinierendes Handwerk. Erneut waren wir bei der Volksbank Steiermark beim Pressefrühstück zu Gast, diesmal in der Filiale in Leibnitz. Alles rund um Daten, Zahlen und Fakten haben wir für Sie in Erfahrung gebracht.
Trotz schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse war es alles in allem ein gutes Jahr für die Volksbank Steiermark. Das regionale Geschäftsmodell hat viele Vorteile, die Kunden gerne in Anspruch nehmen, und das zeigte sich in den Bilanzen. Beim Pressefrühstück in der Filiale in Leibnitz gab es erneut einen Einblick in den momentanen Stand und eine Zusammenfassung der weiteren geplanten Vorhaben. Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Halbjahr, oder jetzt kann man schon sagen auf 3 Quartale zurück, auch in einem schwierigen Rahmen, wirtschaftlichen Umfeld. Aber die steigenden Zinsen tun den Banken natürlich gut, sie tun auch den Sparern gut. Auf der Kreditnehmerseite schaut es anders aus, aber ergebnistechnisch sind wir sehr zufrieden im heurigen Jahr. Auch die Region Südweststeiermark kann sich über Zuwächse freuen. Die Anteile der Spareinlagen und Eigenmittel sind gestiegen, was als gutes Zeichen des Vertrauens der Kunden in die Bank zu deuten ist. Die Bilanz schaut sehr gut aus. Wir freuen uns über Kundenzulauf. Wir sind ja jetzt aktuell auch wieder in der Lage, dass wir attraktive Zinsen zahlen, was ja in der Vergangenheit nicht immer so war. Wir haben auch ein Treuebonusprogramm in der Südweststeiermark, in der gesamten Steiermark. Darüber sind wir sehr stolz. Also Kunden, die mehr mit uns machen, profitieren von einem Treuebonus. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, und das führen wir jetzt weiter, und da sind wir sehr stolz drauf. Vor allem einladend soll das neue Konzept der Erlebnishausbank sein. In der Filiale in Leibnitz wird das bereits umgesetzt. Pünktlich zum Weltspartag werden auch die Kunden wieder vermehrt beraten und über verschiedenste Anlagemöglichkeiten informiert. Wir haben eine sehr nette Servicemanagerin hier, wie in den anderen Filialen in der Steiermark auch, aber in dieser Erlebnishausbank halt ganz besonders, die immer da ist. Das heißt, der Kunde, wenn er reinkommt, trifft jedes Mal einen Mitarbeiter an, wird mit einem Lächeln begrüßt, ist da. Wir haben sehr schöne Beratungsräume, die komplett anders sind, als man sich das vorstellt. Die Atmosphäre ist viel wohnlicher, gemütlicher, entspannter, familiärer. Man fühlt sich, glaube ich, einfach wohl und kann mit dem Berater viel entspannter sprechen und die finanziellen Dinge klären, als man das einfach von anderen Banken oder bei uns auch früher gewohnt war. 26 Filialen zählt die Volksbank Steiermark. Die Region Südweststeiermark verwaltet aktuell Forderungen an Kunden von über 587 Millionen, was einen Anteil von rund 24% an der gesamten Volksbank Steiermark ausmacht. Alle Jahre wieder steht Halloween auf unserem Programm, so auch dieses Jahr. Wieder waren wir auf der Burg Oberpfalzberg zu Gast mit unserem Eventscout und haben dem Schrecken ins Auge geblickt. Ja, pünktlich zu Halloween sind wir wieder auf der Burg Oberpfalzberg, und man kann sagen, was man will, diese alten Gemäuer sind die perfekte Kulisse für Geister, Vampire und Co. Ich hoffe, wir gruseln uns heute nicht so sehr. Was machen die Kinderfreunde heute zu Halloween auf der Burg Oberpfalzberg? Wir wurden von der Stadtgemeinde Pfalzberg eingeladen, ob wir bei diesem Projekt nicht mitmachen möchten. Das machen wir natürlich gerne, und die Kinderfreunde, für die Kinder machen wir Palatschinken und ein Spinnengebräu. Was gibt es heute bei den Rittern alles zum Sehen? Also wir haben die Geschicklichkeitsspiele hier, wir haben Verköstigung hier, wir haben den Druidenwein hier. Und ab und zu lassen wir es so weit gruseln, dass sogar die Druiden ab bis langs kriegen. Kann man sagen, dass Rita und Halloween gut zusammenpassen? Eigentlich nicht, aber ich bin als Keltin da, und es kommt ja eigentlich von den Kelten, und das passt schon. Was gibt es denn für Märchen für die Kinder zum Gruseln? Heute willst du jetzt einen Titel haben von mir. Es gibt ganz schierche, grausliche Gruselmärchen, und es gibt aber auch liebe Gruselmärchen. Also so für jedes Alter ist etwas dabei, auch für die Erwachsenen. Dann müsste man aber die Kinder draußen lassen. Was ist denn jetzt wichtig beim Märchen erzählen? Was für Fähigkeiten braucht man da? Für Märchen erzählen braucht man mal die Fähigkeit, gut sprechen zu können, ja. Eine Fantasie. Ja, was braucht man sonst noch für Märchen erzählen? Ja, ein Interesse eigentlich auch dafür, für die Märchen. Gell? Also Märchen und Sagen, das ist halt etwas, das sollte einem liegen, das muss einer Freude machen. Und wenn man Sagen erzählt, was ich sehr gern mache, braucht man auch Hintergrundwissen. Was gehört denn für dich zu Halloween unbedingt dazu? Eine Verkleidung für die Kleinen. Und vor was gruselst du dich am meisten? Vor Schlangen und Spinnen, aber ich glaube, das ist das Typische. Wie gut passt der Sensenmann zu Halloween? Ja, du, der weckt die Toten auf oder bringt welche ins Königreich der Toten, oder? Das heißt, er darf nicht fallen. Sollte nicht fallen, oder? Vor was fürchtet sich der Sensenmann? Vielleicht gibt es etwas?
Ich glaube vom Herrgott. Von der Konkurrenz. Was darf denn deiner Meinung nach bei Halloween gar nicht fehlen? Kürbisse. Wie man meint sehen kann, nein. Halloween, ich glaube, das hat sich bei uns in Österreich schon wieder etabliert. Jetzt. Kinder, glaube ich, ist das Wichtigste bei Halloween. Vor allem Voranger, ein paar Süßigkeiten und ein bisschen was Gruseliges gehört schon dazu. Rotes Licht vielleicht noch. Ja. Welche Süßigkeiten sind eigentlich am beliebtesten zu Halloween und warum sollten die nicht fehlen? Und zwar alles, was sauer ist und sprüht und klebt und lutscher natürlich, die dürfen nicht fehlen. Ja, die Geisterstunde, die rückt immer näher. Man sieht, draußen wird es immer dunkler. Ich verabschiede mich hier von der Burg Oberpfalzberg. Ich schaue, dass wir schnell gehen, weil sonst wird es uns zu gruselig da. Bis zum nächsten Mal. Unser Interview der Woche hat uns diesmal zu Sindbad Graz geführt. Dort haben wir mit den Standortleiterinnen Julia und Gabriela gesprochen. Jugendliche auf ihrem Weg in die Erwachsenenwelt, in die Arbeitswelt unterstützen, individuelle Fähigkeiten und soziale Kontakte stärken. Das und vieles mehr sind die Ziele des Mentorings bei Sindbad Graz. Und ich habe heute die Gabi und die Julia bei mir zu Gast. Eigentlich bin ich ja zu Gast bei euch und ihr seid beide Standortleitungen von Sindbad Graz, gell? Genau. Vielen Dank, Michi. Vielen Dank für die Möglichkeit. Gerne, gerne. Zu Beginn gleich, was ist Sindbad eigentlich? Erklärt ein bisschen was. Wer seid ihr? Was tut ihr? Du hast es eh schon ein bisschen in der Einleitung erwähnt, Beziehungen individuell stärken. Sindbad ist ein Mentoring-Programm, ein 1:1 Mentoring-Programm. Das heißt, bei uns engagieren sich auf der einen Seite Mentorinnen zwischen 20 und 35 ehrenamtlich, die ihren Jugendlichen am Übergang Schule hin zu einer weiterführenden Ausbildung begleiten. Genau. Wie ist es bei euch eigentlich gewesen, dass ihr zu diesen Standortleitungen gekommen seid? Wart ihr vorher auch Mentorin? Ja, wir sind gleich mit einer Doppelrolle gestartet, wir beide eigentlich. Vor 2 Jahren sind wir in die Standortleitung in Graz übergegangen und haben dann mit unserem Start auch gleich in die Mentorinnenrolle gestartet, einfach um diese Erfahrung auch zu sammeln und weil es einfach ein total cooles Projekt ist. Genau. Was muss man bei euch mitbringen, um Mentor zu werden? Also grundsätzlich sind Mentoren bei uns zwischen 20 und 35 Jahre alt, wie die Gabi eben schon gesagt hat, und kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, man muss jetzt nicht zwingend eine sozialpädagogische oder sozialarbeiterische Ausbildung haben. Das heißt, man bringt sozusagen hauptsächlich mal die Motivation mit, sich zu engagieren, die Bereitschaft, da in eine neue Lebenswelt einzutauchen. Und was man auch mitbringen soll, sind so, ich sage immer so circa 6 Stunden im Monat, die man sich freischaufeln kann, um die eben mit den Jugendlichen gemeinsam zu verbringen. Genau. Okay, und am Anfang, wie ist es dann, wie treten die Mentees, heißen sie ja, mit den Mentoren dann in Kontakt, melden die sich bei euch selber oder wie kommen die Teams dann eigentlich zusammen, wie läuft denn so ein Mentoring-Team ab oder so eine Bildung ab? Also prinzipiell, die Jugendlichen, die kommen durch Schulbesuche zu uns, also wir gehen an Grazer Mittelschulen, polytechnischen Schulen, stellen das Programm vor, die Jugendlichen melden sich selber an, also ja, und dann, nachdem sie sich angemeldet haben, bekommen die Jugendlichen Videos zugeschickt, und zwar Vorstellungsvideos von den Mentorinnen. Das heißt, jeder Mentor, jede Mentorin muss auch ein Video von sich drehen, wo er sich in 1 bis 2 Minuten vorstellt, wer er ist, was er macht. Und das bekommen dann die Jugendlichen, so circa 3 Videos. Und das heißt, jeder kann sich dann seinen Mentor selber aussuchen. Und dann gibt es eine gemeinsame Startveranstaltung, Kick-Off. Und da lernen sich dann die Mentoring-Teams zum ersten Mal kennen, starten. Und dann geht's, ja, individuelle Mentoring für die nächsten 8 bis 12 Monate los. Genau. Gibt es auch dann, dass man sagt, vielleicht nach einer Zeit des Beobachtens, wo man merkt, okay, ja, das passt vielleicht nicht ganz so von den Charakteren zusammen, habt ihr das auch hin und wieder? Also grundsätzlich sind wir immer wieder begeistert, wie gut die Jugendlichen ihre Mentorinnen auswählen, sozusagen nur aufgrund des Vorstellungsvideos. Ich meine, da lernen sie ja schon ein bisschen auch kennen, was der Mentor macht, was man irgendwie beruflich macht, was man als Hobbys macht. Das heißt, meistens ist es schon relativ stimmig. Das heißt, dass wir jetzt wirklich mit Teams gehabt haben, die gesagt haben, wir verstehen uns gar nicht. Das gab es eigentlich kaum. Wobei es natürlich unterschiedliche Beziehungsintensitäten gibt, würde ich sagen. Also manche sind wirklich fast freundschaftlich. Bei anderen ist es dann vielleicht eher so dieses professionelle Arbeiten und man trifft sich dann eher nur fürs Lebenslaufschreiben und man haltet es dann vielleicht ein bisschen distanzierter, unter Anführungszeichen. Genau. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, die Beziehung aufzulösen, wenn man sagt, das passt jetzt gar nicht.
Und wenn dann so ein Mentor bei euch angefangen hat, habt ihr gesagt, man braucht jetzt nicht unbedingt viel Vorkenntnisse, die Motivation ist schon mal das Wichtigste für den Einstieg. Gibt es dann vielleicht irgendwelche Techniken? Werden die dann auch noch einmal geschult hinsichtlich eines Mentoring-Stils oder so irgendwas? Wie läuft das ab? Also prinzipiell durchlaufen die Mentoren einen fünfstufigen Onboarding-Prozess, kann man sagen. Sie melden sich an, haben ein Boarding-Gespräch mit uns, wo wir einfach Erwartungen klären, Erwartungen von Ihnen ans Programm, aber auch welche Erwartungen wir an Sie haben, wo wir Sie schon mal vorbereiten. Und dann startet das Ganze mit Rollen-Workshop, also beim Kickoff Part 1. Da werden die Mentorinnen in 4 bis 5 Stunden nochmal ausführlich auf ihre Rolle vorbereitet, was mögliche Herausforderungen sein können, wo auch ihre Grenzen sind oder wo ihre Möglichkeiten sind in ihrer Mentorinnenrolle. Und dann begleiten wir die Mentoren wie auch die Mentees mit einem Modulangebot. Also monatlich bieten wir Workshops, Events an zu bestimmten Themen. Und da bieten wir zum Beispiel auch Supervision für die Mentoren an, haben auch ja monatliche Update-Gespräche mit den Mentoren, wo wir schauen, okay, wie geht's ihnen, wo stehen sie gerade, wo brauchen sie Unterstützung, Hilfe, genau. Okay, also das ist alles schon mal dabei. Also da ist man gut aufgestellt als Mentor. Aber mindestens genauso wichtig natürlich ist ja auch der Mentee. Mit welchen Erwartungen und Wünschen der jetzt in das Mentoring hineingeht. Wie schaut denn das da aus? Gibt es da auch Feedbacks oder zu Anfang werden da die Mentees gefragt, jetzt was stellt sich genau unter dem Mentoring vor? Genau, also fragen wir sie auch. Grundsätzlich ist die Idee von Sindbad ja, den Übergang zu begleiten, das heißt den Übergang von der Pflichtschule in weiterführende Ausbildungen, und in dem Rahmen bewegen sich grundsätzlich mal alle. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, na, ich will eigentlich nur Nachhilfe, dann sagen wir schon klar, das ist Sindbad jetzt nicht, aber dieser Übergang oder der Wunsch nach Begleitung am Übergang, das ist auf jeden Fall schon mal so die Erwartungshaltung, mit der die meisten reinkommen, beziehungsweise aber auch, was wir jetzt verstärkt merken, jemanden kennenlernen, also so eine Bezugsperson finden, jemand Neuen kennenlernen, das ist schon auch oft so das Thema, genau, Kontakte finden. Und da geben sich dann auch teilweise, sagen wir mal so, wie lang sind da die Mentees jetzt mit den Mentoren zusammen? Also prinzipiell, wie schon vorher gesagt, das Mentoring dauert 8 Monate oder 12 Monate, je nachdem, wenn man einsteigt, und es schließen auch rund 85% das Programm ab. Das heißt, die durchlaufen auch wirklich die ganze Mentoring-Zeit. Sicher gibt es Phasen, wo man enger in Kontakt ist, gerade wenn es um Thema Lehrstellensuche geht oder Schulsuche, da ist einfach viel zum Tun. Im Sommer ist oft dann flaut ein bisschen ab, dann ist vielleicht nur ein Treffen im Monat oder 4 Wochen mal kein Treffen, was stattfindet. Genau, aber prinzipiell sind die meisten Teams schon bis zum Schluss, gerade dann, wenn der Übergang erfolgt ist und die Lehre oder die Schule beginnt, in Kontakt. Okay, und das, was ich nicht genau, das wollte ich nämlich vorfragen, Freundschaften entwickeln sich, also das kann schon teilweise eben auch sein, dass sich das aus dem Ganzen heraus entwickelt, ja, das ist sehr schön. Man unternimmt ja sehr viele Sachen und nicht nur schulische Sachen, sondern ich glaube auch Freizeitaktivitäten. Was wären da so Beispiele dafür, was macht es denn da alles? Genau, das ist eh das, was Sindbad ausmacht, dass man einfach viel auf diesen Beziehungsaufbau, auf die Beziehung den Fokus legen kann, und das passiert eben gerade beim gemeinsamen Volleyballspielen, Basketballspielen. Erst letztens war ein Mentoring Team bouldern, also das ist auch bei Sindbad möglich, bis hin zu spazieren gehen, unterschiedliche Ecken und Orte in Graz erkunden, Kaffee trinken, Eis essen ist ganz beliebt, also auch das steht alles am Programm vieler Mentoring-Teams, ja. Also eine sehr interessante Geschichte, das Ganze. Habt ihr da jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, ein konkretes Beispiel dafür, oder jeder von euch, wenn er ein Beispiel nennt, wo ein Mentee vielleicht jetzt eine besondere Laufbahn eingeschlagen hat oder eine besonders positive Rückmeldung zurückgegeben hat? Fällt euch da was ein, wenn wir bei dir vielleicht anfangen? Also mir fällt ein Mentoring-Team ein, die haben wirklich sehr engagiert an der Lehrstellensuche gearbeitet. Der Mentee hat dann auch eine Lehrstelle gefunden, das war so last minute noch, kurz vor den Sommerferien. Dann nicht ganz so positiv, aber der Mentee hat erfahren, dass er dann ja gekündigt worden ist im Bruder-Monat, was halt auch ziemlich ja nicht so coole Nachrichten sind. Und das Erste, was er aber gemacht hat, war seinen Mentor anrufen, um ihm das zu erzählen, um ihm da ja seine Sorgen, Ängste jetzt in dem Moment zu teilen. Und ich fand das an sich total der schöne Moment, dass er das Erste, was er macht, seine Vertrauensperson ist sein Mentor und ruft ihn an und weiß, okay, der hilft mir wieder weiter, der hat ein offenes Ohr für mich. Und das fand ich an sich natürlich den Umständen entsprechend nicht so eine tolle Neuigkeit, aber was die Mentoring-Beziehung extrem auszeichnet. Genau. Und
Was fällt dir noch ein? Also ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben halt so verschiedene Ebenen von dem Ganzen. Ein Mädelsteam ist mir da gerade eingefallen, wo irgendwie die Mentorin auch so die erste Ansprechperson war für den ersten Freund von der Mentee, also wo die Mentee einfach ganz aufgeregt angerufen hat und gesagt, du, wir müssen uns treffen, da gibt's Neuigkeiten. Und dann hat sie eben diesen neuen Freund vorgestellt, aber gleichzeitig mit dem Beisatz, erzähl das lieber keinem, weil das ist jetzt in ihrer Familie noch nicht so ganz erwünscht, dass sie einen Freund hat. Also da werden auch manchmal so persönliche Geschichten geteilt, was irgendwie auch ganz gut, glaube ich, zeigt, welche Beziehungen sich da auch entwickeln können. Also man kann sagen, die Mentoren sind ein bisschen so Mädchen für alles auch, gell? Oder werden es dann mit der Zeit teilweise, wenn sie dann die Beziehung Schritt für Schritt weiter vertieft, kann man sagen. Genau. Weil ihr es eh schon angesprochen habt, eben so Probleme, Themenprobleme, es treten ja sicher dann auch Konflikte auf. Ja? Wie ist das da, wie löst das? Ihr habt gesagt, ihr macht es auch für die Mentoren was, aber wie ist es da bei den Mentees, wenn da Konflikte untereinander vielleicht auftreten? Also meist ist es, glaube ich, so, dass wenn sich Konflikte oder Problemlagen ergeben, das innerhalb des Teams ist, also innerhalb von Mentor, Mentorin und Mentee und jetzt gar nicht so innerhalb der Mentee-Gruppe, die bei uns dabei ist, also die treffen jetzt nicht so intensiv aufeinander, aber grundsätzlich haben alle eben die Möglichkeit von dieser direkten Ansprechperson, die sie monatlich auch kontaktiert. Das heißt, da würden wir einfach immer recht rasch auch mitkriegen, wenn da irgendwie Troubles sind oder sich Fragezeichen auftun, dann kriegen wir das so mit und dann schreiten wir eben je nachdem ein, also je nachdem, welcher Problemfall das dann ist, schauen wir uns das dann an, können wir das gemeinsam lösen, bieten wir dann auch externe Hilfestellungen an. Und das wird dann immer sehr individuell entschieden, was man da macht. Mhm. Genau. Vielleicht noch, weil jetzt kommen wir schon langsam zum Ende vom Interview, die Zeit verfliegt immer, irgendwelche Tipps, was ihr zukünftigen Mentoren mit auf den Weg geben wollen würdet, wenn du vielleicht anfängst wieder. Also ich finde so Tipp Nummer 1, einfach ohne Erwartungen in das ganze Mentoring reinstarten. Man hat ja für sich selber immer so wie die Ansprüche, was man erreichen möchte in den nächsten 12 Monaten, was man mit seinem Menti, wohin man gehen möchte, welchen Weg man einschlagen möchte. Ich finde, im ersten Moment ist es immer wichtig, dass man sie kennenlernt, dass man einfach sich mal Zeit nimmt und auch Druck nimmt und einfach mal schaut, wer bist du, wer bin ich und wie gehen wir den gemeinsamen Weg und dann nicht gleich mit Thema Lehrstelle und Schule beim ersten Treffen kommen und fragen, wie sind die Noten, sondern einfach mal schauen, okay, was braucht der Jugendliche? Was braucht er und wie machen wir das am besten? Wie verbringen wir die nächsten 12 Monate? Genau. Schon ziemlich viel gesagt, aber vielleicht wollte ich noch was sein. Ich glaube, ein Punkt wäre vielleicht, dass man auch so ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten schaut. Also man kommt zwar aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten vielleicht und Altersschichten sozusagen, aber dass man trotzdem merkt, es gibt vielleicht trotzdem viele Gemeinsamkeiten. Also das melden uns viele dann auch rück, dass sie gesagt haben, okay, wenn es auch nur die gleiche Lieblingspizza ist, irgendwie haben wir was trotzdem gemeinsam. Das ist vielleicht das eine und das andere geht eh in die Richtung, so wenig Erwartungen haben und einfach auch die Augen offen halten für kleine Erfolge. Also es ist nicht immer der fertige Lehrvertrag, der natürlich auch super ist, aber manchmal sind es da so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, die Person schreibt mir das erste Mal von selber und bittet aktiv um Hilfe. Also manchmal sind da so die kleinen Dinge, wo es ganz cool ist, glaube ich, wenn man da auch die Augen offen haltet danach. Okay, aber man kann in Summe sehr viele positive Erfahrungen sammeln. Ich möchte zum Schluss noch mit euch unseren Kanal 3 Wortrap spielen. Ich nenne euch dazu drei Wörter und ihr könnt sie abwechselnd antworten, was euch spontan dazu einfällt. Das erste wäre Gemeinschaft. Julia. Unterstützung. Sehr gut. Vertrauen. Zweisamkeit. Und Zukunft? Perspektiven schaffen. Dann sage ich danke für das Gespräch und noch alles Gute auf eurem weiteren Weg und hoffentlich noch viele erfolgreiche Mentorings. Danke. Vielen Dank, Michi. Danke. Die Gala der Kinderrechte 2023 live auf Kanal 3. Wir zeigen Ihnen die Preisträger und Preisträgerinnen des Kinderrechtepreis am 15. November ab 17.30 Uhr. Zu sehen auf Kanal 3 oder via Stream unter www.kanal3.tv/live. Die Gala der Kinderrechte. Die HTL oben lädt zum Tag der offenen Tür. Am Freitag, den 17. November 2023 von 11 bis 17 Uhr.
Einblicke in die Bereiche Rohstoff- und Energietechnik, Material- und Umwelttechnologie, technische Logistik und Management sowie Informationstechnologie und Smart Production werden den Besuchern gewährt. Am 17.11. von 11 bis 17 Uhr in der HTL Leoben. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Der eine hat volles Haar, der andere nicht. Man kann seine Haare aber auch durch unterschiedlichste Ursachen, wie zum Beispiel Erkrankungen, verlieren. Damit man nicht mit einem kahlen Kopf leben muss, gibt es Perücken in Hülle und Fülle. Schwarz, brünett, blond, Perücken gibt es in allen möglichen Haarfarben und mit unterschiedlichsten Frisuren. Sie bieten den Kunden eine Möglichkeit, fehlende Haarpracht wiederzubekommen und damit ein neues Lebensgefühl. Zu uns kommen Menschen mit Chemotherapie, Kunden, die Alopecia haben, das ist der krankhafte Haarausfall, und die LGBTQ-Gemeinschaft ist bei uns auch herzlich willkommen, und natürlich kommen auch Menschen, die einfach eine neue Frisur haben wollen oder sich einfach hin und wieder verändern möchten. Kundenwünsche sind unterschiedlich, dafür gibt es eine Vielzahl von Systemen, wie die Perücke am Kopf angebracht werden kann. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das wird immer auf den Kunden speziell angepasst. Entweder man klebt oder es gibt auch die Möglichkeit zur Befestigung mit Klipse oder zur Fixbefestigung, sprich das bleibt die ganze Zeit drauf, und wenn man es dann runtergeben möchte, kann man es natürlich auch runtergeben. Da jeder Kopf anders ist, muss die Perücke so angefertigt werden, dass sie sich der individuellen Schädelform optimal anpasst, damit nachher nichts verrutschen kann. Es gibt kleine Köpfe, es gibt große Köpfe, dafür gibt es natürlich dann auch kleine Perücken, große Perücken. Es gibt verschiedene Haarteile in verschiedenen Größen, und wenn zum Beispiel eine Kopf-OP gemacht wurde oder irgendeine Deformation des Schädels ist aufgrund eines Unfalls, dann kann man die Sachen auch sonderanfertigen lassen. Die Pflege ist ein besonders wichtiges Thema, je nachdem ob Naturhaar- oder Kunsthaarvarianten, muss dabei anders vorgegangen werden. Die Haltbarkeit der Perücke ist durchschnittlich ein Jahr, je nachdem wie brav sie der Kunde auch pflegt. Die Pflege der Perücke sowie auch der Haarteile sollte wöchentlich erfolgen, und es soll auch immer Rücksprache mit uns stattfinden, sodass wir die Qualität laufend über ein ganzes Jahr bewachen können. Interessant ist auch der Aufbau der Perücke selbst und die Materialien, die verwendet werden. Die Perücken oder auch Haarteile können aus Kunsthaar bestehen, aus hitzebeständiger Kunstfaser, aus Echthaar oder aus Mischhaar. Das heißt, da sind 50% Echthaaranteil und 50% hitzebeständiges Kunsthaar drinnen. Die Haare werden auf einem ganz feinen Netz geknüpft, werden einzeln geknotet, sodass dass der natürliche Fall gegeben ist. Die Krankenkassen zahlen in den meisten Fällen der Alopezie dazu. Natürlich, Chemotherapie wird sowieso bezahlt. Man hat einen Selbstbehalt und der Rest wird mit der Krankenkasse verrechnet. Wir sind Vertragspartner der Krankenkasse und übernehmen so die Abrechnung für den Kunden. Bei seelischer Belastung gibt es auch die Möglichkeit, sich an Selbsthilfegruppen zu wenden. Hier gibt es in Graz oder Hartberg Anlaufstellen, wo sich Betroffene austauschen können. Heutzutage muss sich niemand mehr für Haarausfall schämen. Moderne Perücken sind unkompliziert in der Handhabung und vom echten Haar nicht mehr zu unterscheiden. Ob als kleines Geschenk oder für einen selbst zur Entspannung, in unserem nächsten Bericht zeigen wir Ihnen, wie man ein Fußbad ganz einfach selbst herstellen kann. In unserem Kanal 3 Do-It-Yourself-Tipp. Fußbadesäckchen für ein wohliges Fußbad in der kalten Jahreszeit. Sie brauchen Salz, Haferflocken und getrocknete Lavendelblüten. In der kalten Jahreszeit gibt es nichts Entspannenderes wie ein ganz ein gutes Fußbad.
Und das ist auch eine Sache, die was man sich ganz, ganz schnell richten kann, die, was lieb verpackt, auch ein nettes Mitbringsel ist. Und das möchte ich heute zeigen, also Salz nach Wahl, ob man jetzt Meeressalz nimmt, ob man Himalaya-Salz nimmt. Ich nehme immer gerne Epsom-Salz. Epsom-Salz ist ein ganz hochwertiges Salz mit einem ganz hohen Magnesiumanteil. Kommt aus England und so und ist wirklich also ganz, ganz was Wohltuendes, also wirkt auf die Nerven. Da kann man sich richtig mit einem gut entspannen. Dann eine Haferflocken sind da dabei. Haferflocken, das klingt vielleicht recht lustig. Also, warum Haferflocken in einem Fußbad? Haferflocken geben ganz viel Schleimstoffe ab. Das macht die Haut ganz, ganz weich und geschmeidig. Und gerade bei den Füßen hat man das ja besonders gern. Und was nachher noch dazu kommt, das ist Lavendel. Getrocknete Lavendelblüten. Lavendel ist ja bekannt dafür, dass es extrem beruhigt. Und wenn wir die drei Zutaten mischen, Salz, Lavendel und Haferflocken, haben wir einfach schon ein gutes Fußballsalz zusammengemischt. Als E-Tipp dann drauf kann man dann noch ein paar Tropfen Lavendelöl vielleicht dazugeben und das dann ganz lieb in so kleine Bomben verpacken. Warum so Bomben? Mit Lavendel und Haferflocken haben wir Sachen, die was uns im Fußbad herumschwimmen würden und man müsste nachher die kleine Wanne aufwendig reinigen. So bleibt Haferflocken und Lavendel im Sackerl drinnen, ist Salz und das ätherische Öl, also die guten Wirkstoffe und die Schleimstoffe von den Haferflocken lösen sich auf, also, und man kann mit Ruhe und Genuss Fußbad genießen. Auch in unserem Spontan der Woche geht es diesmal um Möbelrestauration. Wir haben die Steirer und Steirerinnen dazu befragt. Spontan! 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 Spontan natürlich! Jetzt geht der Trend ja wieder in Richtung Reparieren statt neu kaufen. Haben Sie schon einmal Möbel restaurieren lassen? Wenn ja, warum? Nein, ich habe noch keine Möbel restaurieren lassen, weil wir haben es uns halt gekauft und jetzt kommen wir zwar schon langsam in die Jahre, aber bin mir nicht sicher, ob wir noch welche brauchen. Okay, also wenn, dann neu kaufen? Ja, ja. Wir haben 6 Katzen, Couchen schauen immer schlimm aus. Die habe ich noch nicht restaurieren lassen oder halt einen neuen Bezug. Aber irgendwann wird das ein Thema sein, ja, genau. Und dann eher restaurieren als wie neu kaufen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Wieso? Weil es eine super Couch ist und arschteuer war. Ich habe überhaupt noch nie Möbel restaurieren lassen oder selber restauriert. Haben Sie noch nie gebraucht? Immer neu gekauft? Immer neu gekauft. Machen lassen noch nicht. Ich glaube, das ist relativ teuer. Mhm. Also wenn neu kaufen. Das ist sicher teurer, als wenn man sich einen günstigen Stuhl kauft. Ne? Für einen Esszimmerstuhl zum Beispiel, den habe ich jetzt gerade gekauft, den kriege ich für 79 Euro. Wenn ich meinen alten beziehe lasse, ich habe eh nachgefragt, das kostet mehr, das kostet ca. 150 Euro für einen einzelnen Stuhl. Und wenn sie dann 4 brauchen. Nein, aber ich habe Tischler, ich habe selber schon was gemacht, gewisse Sachen. Und Sie sind wahrscheinlich auch eher mehr auf Restaurieren als wie neu kaufen, oder? Wenn es reparieren geht oder restaurieren, sicher. Besser wie neu kaufen. Billiger ist es auf jeden Fall. Ja, ich habe von meinen Großeltern ein Kräuterkastel. Das ist nicht renoviert. Es ist noch so, wie es ist, aber es wird benutzt. Und es ist schon bewundert worden. Ich habe noch keinen Restaurator gefunden. Und bei Ihnen? Ja, ich habe also ich habe selber noch nie wirklich was restaurieren müssen, ein bisschen umbaut vielleicht selber, aber meistens sind die Möbel so haltbar, dass die werden nicht so leicht hin. Ah, ja, super, das passt dann auch, gute Qualität gekauft. Spontan! 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 Spontan natürlich! Ein Tausendsasser in Graz, jetzt würzt er noch. Gregor Wittalm spricht im Stadtgespräch mit Ossi Held, Gastronom, Immobilienentwickler und Gewürzhändler.
Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, bei unseren Stadtgesprächen bei Kanal 3. Sie wissen es, Sie erleben es mit, Sie sind ja mitgegangen. Seit einigen Wochen dürfen wir hier ja in einer ganz wunderbaren Location hier in Graz sein, nahe des Volksgartens in der Strauchergasse bei Vandenberg Gewürze. Und was liegt da näher, dass wir mal auch darüber reden, wo wir hier sind und was die Idee dahinter ist und wer vor allem der Ideen ist. Das ist ein Grazer Tausendsasser, nenne ich ihn mal. Jetzt würzt er auch noch hier bei Vandenberg. Und von wem rede ich? Das ist der Ossi. Ich darf Ossi sagen. Der Ossi Held, er ist hier der Hausherr. Er ist so vieles. Ein bisschen was dürfen wir anstreifen heute bei unserem Stadtgespräch, lieber Ossi. Aber vor allem wollen wir mal darüber reden, wo wir hier sind. Aber sag mir mal, wir haben ja schon ein bisschen getratscht hier bei Vandenberg und da habe ich dich auch ein bisschen spüren dürfen. Man hat das Gefühl, bei Ossi Held geht es nicht anders, als dass er immer mal was probiert. Im Übrigen alles recht erfolgreich und sogar sehr erfolgreich. Du hast das in den Genen, sag. Das liegt wahrscheinlich in der Familie. Ich komme aus einer asiatischen, europäischen Einwandererfamilie. Wir waren mehrere hundert Jahre lang im heutigen Indonesien, das ist ein ehemaliges Niederländisch-Indien, dort haben wir auch gelebt. Also ich komme aus einer klassischen Seefahrerfamilie und da ist das halt irgendwie, habe ich das drin. Und ich habe diese Sachen immer gerne gemacht, etwas vollkommen Neues, das mit dem, das, was ich davor gemacht habe, eigentlich gar nichts zu tun hat. Es ist unglaublich und hast aber trotzdem einen Schwerpunkt hier in Graz. Das ist ja ein schönes Bekenntnis, würde ich sagen. Das ist korrekt. Das Graz ist mir hängen geblieben. Ich bin ja auch in Holland geboren. Ich bin jetzt schon auch Österreicher. Aber man muss schon mal sagen, das Ambiente dieser Stadt und das Ganze drumherum, das hat es mir irgendwie angetan. Und irgendwie bin ich da hier hängen geblieben. Das war übrigens gar nicht so geplant. Wie ich herkam, wollte ich hier 3 Jahre bleiben und dann sozusagen wie ein Nomade weiterziehen. Aber ich bin da quasi am Angelhaken hängen geblieben. Aber das passt ja zu einem Seefahrer. Man plant nicht wirklich lang hinaus und dann kommen die Dinge doch anders. Also ein Bekenntnis zu Graz, nicht umsonst. Hier dieser wunderbare Laden, nicht umsonst. Und jetzt kann man es vielleicht mehr verstehen, jetzt würzt er auch noch. Ein Seefahrer, Gewürze, erzähl ein bisschen. Ich habe das schon ein bisschen hier spüren dürfen, meine Gäste auch. Das ist nicht irgendein Laden, wo man jetzt mal Gewürze kauft, sondern da ist eine Idee dahinter. Und zwar von den Produkten als auch von der Location. Reden wir zuerst von den Produkten. Gewürze sind nicht gleich Gewürze. Ja, das ist also definitiv der Fall. Das unterschätzt man. Man glaubt immer, wenn man Pfeffer kauft, dann kauft man Pfeffer und das war's. Spätestens dann, wenn man ihn probiert, egal welchen nämlich, dann merkt man sofort die enormen Qualitätsunterschiede, die man hat. Aber ich glaube, der Kern der ganzen, also wir reden letztendlich, rede ich hier in diesem Business, das ich jetzt betreibe, ich rede eigentlich von Aroma, ich rede von Genussenthusiasten, ich rede von Genuss im Grunde genommen. Und was damit gekoppelt ist, und das ist eigentlich die zentrale Idee, ist das Thema der Zeit. Denn wir haben in der heutigen Zeit eins nicht, nämlich Zeit. Ja? Glauben also, wir zumindest. Ja, genau. Also man muss sich für die Themen, für die man sich wirklich interessiert, für die muss man sich einfach Zeit nehmen. Und damit ist unser gesamtes Geschäftsmodell im Grunde genommen eigentlich schon vordefiniert. Diejenigen Menschen, unsere Kunden, die sich dafür bewusst Zeit nehmen wollen, die sozusagen ihre Produkte, die wir haben, genießen wollen, das ist unsere Zielklientel. Es geht hier nicht um den Konsumenten im Sinne von Konsum, im Sinne von schnell, schnell, schnell. Es geht nicht um die Fertigpizza. Das will ich nur dazu sagen, damit man diesen Unterschied einmal klar darlegt. Genau, also man geht nicht rein, braucht einen Pfeffer, geht wieder raus, Dankeschön, sondern man kommt hierher und spürt. Und nimmt sich dafür auch die Zeit. Du hast da hinter dir, ist ja ein ganz besonderes Teil. Erklär ein bisschen, was ist denn da die Idee? Das sind ganz spezielle Gläser, gefüllt mit Gewürzen, wo man diese speziellen Gewürze spüren, erleben kann, explodieren lassen kann, aber erzähl selbst. Ja, das ist eigentlich mehr ein Zufall, muss man sagen. Ja. Ein Zufallsprodukt, denn es ist während der Corona-Zeit entstanden. Wir wollten damals, also die klassische Methodik, dass ich sage, ich habe ein Gewürz, ich rieche rein als Kunde, dann kommt der Nächste, der riecht wieder rein und wieder und wieder. Und wir wollten hier einfach einen Weg finden, wo man sozusagen jetzt nicht das Corona vom Vorgänger sich eine sagt. Das ist eigentlich die Idee. Und so ist dieser Gewürzkolben entstanden. Ich tauche unten bei diesem kleinen Kolben an und dann kommt vorne ein Duft heraus und damit erhält sich das Aroma in diesen Kolben. Und gleichzeitig habe ich nicht das Risiko, dass ich das Corona des Letzten einsaug. Aber es ist natürlich in dem Fall ästhetisch im doppelten Sinn, denn es gibt was her als Teil. Ja. Das ist ja ein
Unikat, nehme ich mal an. Eine Idee von dir oder einem Freund von dir oder den du beauftragt hast, habe ich so noch nie gesehen. Na, das ist die Idee des Architekten. Ah, ja. Und die hat mir von Beginn an, einfach angetan, weil es ja auch einen Sinn macht, weil man darf eins nicht vergessen. Nehmen wir mal rein hypothetisch an, ich bin in einem Restaurant und es wird einfach nicht nur das Fleisch und der Fisch oder was auch immer präsentiert. Ich kann natürlich auch Gewürze präsentieren. Ja, na klar. Das heißt, ich kann daran riechen und merke dann einfach, was bietet mir dieses Restaurant an. Ja. Das ist aber erst eine Folgeerscheinung gewesen. Der Ursprungsgedanke war ganz einfach, wie vermeide ich, dass es Leute vermeiden, während der Corona-Zeit dort reinzuriechen. Aber man sieht, was ist vor allem was gut und es wird dann, hat Mehrwert plötzlich. Ja. Und mittlerweile sieht man es ja in deinem Laden, das ist eine Idee, die sich durchzieht. So kann man bei dir, bei Vandenberg, Gewürze spüren und erleben und sich vor allem, ich glaube, das halte ich für besonders wichtig, sich dafür die Zeit zu nehmen. Ja, das ist das Um und Auf. Und dann auch mit entsprechender Zeit, Liebe und Idee die Produkte verwerten. Und ich habe ja schon gehört, also es ist ein Mega-Unterschied, ob man Gewürze bei dir kauft und mit Gewürzen mit und von dir kocht, als herkömmliche. Das ist nun mal so, das werden unsere Seherinnen und Seher jetzt einfach mal glauben und vielleicht irgendwann auch einmal spüren. Aber noch etwas, was hier fasziniert, dass also die ganze Location hier eine Erlebnis-Location ist. Also man hat hier noch einen ersten Stock, wo du anbietest, wo man Events veranstalten kann und so natürlich auch den Geist dieses Hauses spüren kann, dass hier ein besonderer Geist ist. Ne? Das hast du mir auch erzählt. Natürlich, das Gebäude fällt schon ordentlich aus dem Rahmen. Man sieht das ja jetzt schon, wenn man sich das als Kunde, als Gast anschaut, dann sieht man sofort, dass es einfach mit einem malen, das ist nicht irgendein Betonbunker irgendwo, sondern das hat schon eine eigene Welt und das wollte ich auch eigentlich immer so haben. Also ich wollte einfach den Menschen, die sich dafür interessieren, einfach ein zusätzliches Gefühl geben, einer anderen Welt, von der ich ja letztendlich herkomme. Wo man sich dann auch wieder die Zeit nehmen kann und soll. Du hast auch eine wunderbare Terrasse draußen, du hast einen wunderbaren Keller, habe ich auch schon gesehen. Also ich bin ein bisschen voraus gegenüber unseren Seherinnen und Sehern. Also ich glaube, man kann nur appellieren, herkommen, spüren, reinriechen im wahrsten Sinne und das Erlebnis genießen, denke ich hier. Mhm. Aber eines würde mich bei den Themen Gewürze noch interessieren, wo beziehst du deine Produkte? Wo kommen die her? In welcher Vielfalt? Also die Vielfalt rein jetzt optisch ist ja enorm. Mhm. Wo beziehst du diese Produkte? Ich muss mal vielleicht noch vorweg eins dazu sagen. Die Gewürze haben immer etwas Kosmopolitisches an sich. Ein Gewürz ist auch in den Köpfen der Menschen, es ist irgendwie ein Tor zu einer anderen, zu einer fantastischen Welt, würde ich fast schon sagen, weil man das so aus der Geschichte mitgenommen hat. An dem hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich nichts geändert. Wir beziehen diese Gewürze weltweit. Ja. Aber was man schon sagen muss ist, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir bestimmte Gewürze hier mit der heutigen Technologie hier anbauen können, dann tun wir es auch. Das geht. Wir haben das jetzt unlängst mit einem wirklich einen fantastischen Chili, ist uns das erste Mal gelungen. Aber zum Beispiel, ich sage mal, eine Vanille jetzt, um irgendetwas zu sagen, das wird uns bis auf Weiteres nicht gelingen, weil einfach die Rahmenbedingungen in keinster Weise passen. Ja, ich kann eine Vanille nicht in den Garten einfach irgendwo hinsetzen, das funktioniert einfach nicht. Ja. Aber dort, wo es funktioniert, dort tun wir es auch. Also, um es auf den Punkt zu bringen, das Gewürzgeschäft ist von seiner Ursprungsidee ein kosmopolitisches, ein internationales Geschäft. All das, was wir hier lokal auftreiben können, in der Union, ich rede immer von der Union, das tun wir auch. Okay. Und dort, wo wir es nicht zusammenbringen, weil es einfach nicht geht, weil es der Rahmen nicht hergibt, der klimatische Rahmen in aller Regel, dann müssen wir es von anderen Ländern beziehen. Also auch hier ein Bekenntnis natürlich zu diesem Standort, zu Österreich, zu Europa, dort wo es geht, nahe Wege. Und ansonsten kommt dir natürlich dein Seefahrergehen entgegen, weil du sagst, du bist ja vernetzt quer durch die Welt, wo du sagst, okay, ich weiß schon, wo ich meine Produkte herhole. Ja. Und im Übrigen, korrigiere mich, Seefahrergehen, natürlich dann noch ein holländisches Gehen. Ich glaube, Holland und Gewürze, auch das passt gut zusammen. Also insofern eine vollkommene Logik, dass du das tust, was du nun mal tust. Ja, also das ist die Geschichte dieses Landes, was die wenigsten wissen, das ist die Vereinigte Ostindische Kompanie, das war der Name dieser Gesellschaft, für die auch übrigens meine Familie lange gearbeitet hat. Ja. Das war ja die größte Firma, die es überhaupt jemals auf dieser Erde gab. Die ist ja im heutigen, sozusagen umgesetzt ins heutige Geld, ist sie doppelt so viel wert, wie Google heute ist, das muss man sich mal vorstellen. Unglaublich, ja. Es ist auch die einzige Firma, die, glaube ich, soweit ich weiß,
die eine eigene Währung und ein eigenes Militär hatten. Mhm. Also es war einfach ein unglaublicher Gigant, den es halt irgendwann mal wieder aufgestellt hat. Also Aussie back to the roots, kann man fast sagen. Ja, wenn man so will. Wobei man aber auch sagen muss, man weiß nicht, also dieses Bekenntnis, diesen Standort gibt es, dafür steht Aussie Held, keine Frage. Aber ein bisschen vielleicht wieder mal was anderes schwerpunktmäßig interessiert. Naja, ich sage immer, also ich bin 64, bin jetzt, naja, bitte. Bin jetzt 30. 64 ist das neue 44, also da ist noch viel Luft. Also, das ist, ich sage immer, das ist mein letztes Ticket. Nein, jetzt einmal so frei übersetzt. Aber ich habe in der Vergangenheit vieles andere gemacht, das ist schon richtig. Das streifen wir ja noch kurz an. Du bist Investmentbanker, also da denkt man natürlich global und in ganz anderen, zwar in jederlei Hinsicht, in ganz anderen Kategorien, nicht so eng wie wir hier manchmal. Und dennoch, du hast gesagt, dein Bekenntnis zu Graz, du bist gern in Graz, du lebst in Graz, du investierst auch in Graz und auch ein Bekenntnis zu diesem Viertel, wir sind nahe der Annenstraße, das ist ja kein so ein unproblematisches oder sagen wir es ein bisschen milder, viel diskutiertes Viertel, wie sollen wir dieses Viertel entwickeln, noch hat man nicht die Idee, dass es die große Idee gibt, wo alle dran ziehen, sondern vielmehr so Menschen und Unternehmer wie dich, die Einzelideen haben. Wie denkst du darüber? Also ich glaube, man muss einmal ganz grundsätzlich sagen, ich habe dieses Viertel ja bewusst ausgewählt. Warum? Weil dieses Viertel aufgrund des Charakters, das dieses Viertel hat, einfach sehr viel Zukunft hat. Und das, glaube ich, unterschätzt man komplett. Und deswegen bin ich hier. Ich hätte sagen können, ich mache das kaum am Hauptplatz oder irgendwas. Ja. Das wollte ich bewusst nicht. Also die Vielfalt, die architektonische Vielfalt, die Geschichte dieser beiden Viertel, Lent und Gries, die ja da ganz in der Nähe sind, für diejenigen, die nicht in Graz sind. Und die Buntheit dieser Welt, die wir dort haben, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Mhm. Ja. Man darf nicht vergessen, das gibt es auch in vielen anderen Städten. Es gibt immer zwei Varianten. Alles abreißen, das haben wir in Südamerika immer wieder. Oder ich gehe einen anderen Weg und versuche sozusagen diese Geschichte, die diese Stadt ja in einem unglaublichen Ausmaß hat, auf ihre Art und Weise zu erhalten, aber trotzdem sozusagen auch in die heutige Zeit mit zu übersetzen. Das tue ich ja hier bei dem Gebäude auch. Wenn man sich hier umschaut, gibt es keine Gewürzsäcke. Das ist einfach, ich gehe ja immer mit dem Pferd zum Supermarkt einkaufen. Das ist einfach Geschichte. Die Frage ist nur, wie kann ich das sozusagen in die heutige Zeit übersetzen? Hm. Und das ist auch hier in diesem Gebäude passiert. Als wesentlicher Teil, weil es passiert ja sehr viel, das muss man ja fairerweise sagen, gerade im Lenkviertel ist sehr viel passiert, du sagst es selbst, da pulsiert es, da ist ein Melting Pot, da haben wir Menschen unterschiedlichster Herkunft, die hier gemeinsam und friedlich im Großen und Ganzen leben und, wie gesagt, ein Bekenntnis eines Unternehmers, hier seinen Standort zu haben, aber sicher denkst du auch über den Tellerrand hinaus und kennst Graz gut genug, könnte man doch mehr Rückenwind spüren, sage ich jetzt einmal, als Investor. Du entwickelst ja auch einiges in Graz, gerade hier auch, wo du sagst, naja, wenn ich schon mal Geld investiere, könnte es ein bisschen leichter gehen. Da muss ich sagen, das sehe ich eigentlich so nicht. Ja, das ist ja hervorragend. Du müsst ja gar nicht unterjubeln. Ja. Nein, also das führt jetzt dann wirklich viel zu weit. Ja. Ich muss auch da wieder sagen, ich habe 20 Jahre lang Investmentbanking Tag und Nacht auf dem ganzen Planeten gemacht. Und die europäischen Rahmenbedingungen, das hat mit Graz nichts zu tun. Die europäischen Rahmenbedingungen, die sind sicherlich problematisch. Aber das führt jetzt wirklich viel zu weit. Müsste ich dann ausholen bei der Thematik. Und das ist der Rahmen, mit dem wir uns alle schwer tun. Mhm. Ja? Und da beginnt es mit einfachsten Dingen, wie dem Gehalt, das letztendlich irgendein Mensch, der irgendwo arbeitet, hat. Aber das ist natürlich ein Radl und wir sind halt in einer Spirale, die sich nach unten dreht. Das ist halt das große Problem. Und wie man das dann auf die Reihe bekommt, das ist ein ganz eigenes Kapitel und dafür gibt es ja auch Vorbilder. Es gibt ja auch Vorlagen dazu, so ist es ja nicht. Ja? Ja. Aber das dann umzusetzen, ist natürlich eine Riesenaufgabe, weil halt in der Union, aufgrund des Wesens der Union, jeder halt irgendwo an einem Strang zieht. Ja. Und das macht die Sache einfach extrem schwierig. Aber, und das ist ja das Sympathische bei dir, du jammerst da jetzt nicht lang rum. Sondern du machst einfach. Ja, das ist richtig. Das ist ja das Gescheite und davon profitieren wir alle, auch diese Stadt, und das ist ganz wunderbar. Und wenn wir vom Tausendsasser Aussie Held reden, dann dürfen wir auch ein Kapitel nicht auslassen zum Schluss. Das Kotolinski. Das Kotolinski im Univiertel, das ist auch ein Hotspot eines Nachtclubs im Univiertel. Also jeder und jede, die in Graz studieren,
muss da mal vorbeigeschaut haben, mhm, im Kotulinski, mit einer langen Geschichte, mit Schwierigkeiten, mit Hochs, mhm, und Tiefs. Gib uns mal ein Update. Wie stehen wir da mit dem Kotulinski? Wir wissen alle, die Zeiten, von denen wir geredet haben, waren auch für das Kotulinski und für einen Club nicht leicht, nämlich gar nicht. Ja. Mhm. Was ist da so deine Perspektive? Also auch da haben wir es mit Rahmenbedingungen zu tun, die natürlich äußerst schwierig sind, denn dadurch, dass frei verfügbare Einkommen, das ein Student hat, jetzt um es auf den Punkt zu bringen, was das Kotulinski betrifft, das ist ja geringer geworden. Mhm. Das ist ja unbestreitbar durch Inflationsraten und so weiter. Und jetzt muss ich mir als Student überlegen, wo kann ich sparen? Und ich kann mir nicht sparen, indem ich sage, jetzt ziehe ich aus und schlafe unter der Brücke. Das geht ganz einfach nicht. Das heißt, die gesamte Nachtgastronomie, die klassische in den Städten, die leidet unter diesen Rahmenbedingungen. Man muss jetzt unterscheiden zwischen den Skigebieten, das ist eine vollkommen andere Überschrift. Aber die klassische Nachtgastronomie hat da echt ein Problem. Und wir haben vor vielen Jahren eigentlich durch einen Zufall begonnen, uns mit Marketing zu beschäftigen, und zwar auf einer technologisch vernünftigen Basis. Das führt jetzt auch viel zu weit. Ja. Und deswegen stehen wir heute deutlich schlechter da als noch vor 3-4 Jahren, aber wir stehen relativ besser da als sehr viele andere eigentlich in der ganzen Union. Ihr steht immer noch da. Ne? Und das ist schon ein Erfolg, aber ist auch eine Etappe deines Lebens, dass du auch mit diesen Dingen beschäftigst, nämlich mit der Nachtgastronomie. Ja. Die hat zu leiden, du hast das gerade geschildert. Mach uns zum Schluss noch schlauer mit dem Namen, viel diskutiert, wieso Kotulinski? Also es gab damals eine große Diskussion, welchen Namen nehmen wir überhaupt? Und wir wissen ja alle miteinander, gibt es halt die Bar 23 und ABC und so weiter. Und wir haben uns bewusst damals für einen Namen entschieden, von dem wir wussten, dass es sehr schwer ist, so einen Namen sich zu merken. Aber wenn er einmal im Kopf drin ist, dann vergesse ich ihn nie mehr wieder. Und diesen Weg sind wir damals bewusst gegangen. Und das hat funktioniert, weil ich kenne es auch noch gut, okay. Das Kotulinski, also eine ganz tolle Geschichte. Zum Schluss, lieber Ossi, wenn ich hierher komme, habe ich eine gute Chance, Ossi Held hier auch anzutreffen? Also ich bin immer wieder da, aber nicht immer da. Klar. Wenn man persönlich treffen will, müsste man mich kurz anrufen. Ich komme auch sehr gerne her, ich mache das auch sehr gerne. Ich identifiziere mich sehr stark mit diesem Geschäft, warum es einfach das Geschäft meiner Familie war für die letzten 300 Jahre. Ja, und eben, und ich frage ja deshalb, weil es einfach so ein Mehrwert ist, es von dir erzählt zu bekommen, was die Idee ist, wenn du uns Menschen durch das Haus führst. Das ist schon ein spezielles Momentum und dafür danke ich dir. Gerne. Ich danke dir auch, dass wir mit unseren Stadtgesprächen hier sein dürfen, fühlen uns pudelwohl, wie du dir vorstellen kannst. Und ich danke dir, dass du dir für mich jetzt die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles Dank, Dankeschön. Alles Liebe, Ossi, und Ihnen, meine Damen und Herren. Wie immer ein großes Dankeschön von dieser Stelle. Gewürzduft umgibt mich herrlich, sage ich Ihnen. Wir sehen uns. Aufgepasst, wenn Sie wissen wollen, was es bei unseren Kurznews Neues gibt, dann müssen Sie jetzt dranbleiben. Die neue Einrichtung der Landeszentrale in Graz-Bundigam wird ab Herbst 2025 der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Durch dieses Kompetenzzentrum möchte das Rote Kreuz die Versorgungs- und Dienstleistungsqualität erweitern. Sämtliche operative Einheiten sowie administrative Bereiche wird das Rote Kreuz erstmals in diesen Räumlichkeiten vereinen. Insgesamt werden 10 Standorte in Graz und in der Steiermark durch diese neue und moderne Landeszentrale zusammengefasst. Am Nationalfeiertag lud die Grazer Volkspartei zum Tag der Verantwortung ein. Rund 200 Personen waren dabei und informierten sich über die verschiedenen Möglichkeiten und Initiativen, die es in Graz gibt. Aktuell engagieren sich über 40% der Grazerinnen und Grazer ehrenamtlich. Jene erzielen mit ihrer Tätigkeit kein Einkommen, doch aktuellen Berechnungen zufolge hat ihre Arbeit aber einen geschätzten Wert von 330 Millionen Euro pro Jahr. Wenn Sie bis jetzt dran geblieben sind, sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Kanal 3. Vergessen Sie nicht, inzwischen auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen.